Deine Frage ist, ein sterbender Freund sagte einmal, der Tod ist der spirituelle Elefant im Porzellanladen des Lebens. Selbst in spirituellen Kreisen wird nicht viel darüber gesprochen. Ich möchte wissen, wie man dem Tod bewusst nahe kommt. Entweder wenn ein geliebter Mensch stirbt oder wenn man selbst auf den Tod zugeht. Kannst du etwas darüber sagen? Natürlich ist der Tod ein großes Thema. Tod ist das Einzige im Leben, was gewiss ist. Was nach der Geburt sicher ist, ist das Sterben, der Tod. Es ist das Einzige, von dem du genau weißt, dass du es erfahren wirst, dass es mit Sicherheit geschehen wird. Man versucht es zu vermeiden, nicht darüber zu sprechen, sich nicht damit zu befassen. Aber, wie es die Frage sagt, er ist der rosa Elefant im Wohnzimmer. Jeder weiß, dass er da ist. Und doch versuchen fast alle, ihn zu ignorieren. Wenn jemand stirbt, jemand, den du liebst, der dir etwas bedeutet, kann das intensive, anhaltende Trauer und Traurigkeit aufsteigen lassen. Denn selbst wenn wir ein wirklich tiefes Wissen über die Unsterblichkeit des Lebens haben, weil das Leben etwas ist, das unsterblich ist, was bedeutet, dass es niemals mehr oder weniger Leben gibt. Weil der Tod geschieht, bedeutet das nicht, dass weniger Leben da ist. Und doch, wenn jemand stirbt, den wir lieben, der uns etwas bedeutet, ist da ein Verlust. Das Leben nimmt nicht mehr länger jene Form an, die Form des Menschen, den wir lieben. Es nimmt jetzt eine andere Form. Und was wir als die Auflösung der Form erfahren, nennen wir den Tod. Wir können die Form lieben, die jemand angenommen hatte. Und wir können es lieben, mit ihnen zu sein, mit ihnen zu sprechen und mit ihnen wunderschöne Dinge zu erleben. Aber dann kommt der Tod und plötzlich ist jene Form nicht mehr länger da. Und das bringt natürlich Traurigkeit. Trauer. Und doch ist es auch ein großer Trost, wenn wir die Essenz des Daseins wirklich kennen, wenn wir wissen, was wir wirklich sind und wir wissen, was der andere wirklich ist, wenn wir wissen, dass unsere tiefste Substanz, unsere Essenz, nicht etwas ist, das kommt und geht. Es ist nicht etwas, das jemals geboren wurde. Und es ist nicht etwas, das stirbt. Und doch geschehen innerhalb dieses Daseins Leben, Geburt und Tod. Und Tod ist dieses erstaunliche Mysterium. So mysteriös wie das Leben. Vielleicht sogar noch mysteriöser. In den meisten spirituellen Kreisen gibt es ein Bemühen, mit dem Tod umzugehen, mit diesem rosa Elefanten umzugehen, von dem die meisten Leute so tun, als ob er nicht da ist. Ganz sicher ist es in jeder Annäherung an ein spirituelles Erwachen extrem wichtig. Zuerst einmal ist da der Tod, das biologische Ende unseres Lebens, indem sich die Lebenskraft aus dem Körper zurückzieht und wieder in den Urgrund des Seins, das Leben als ein Ganzes, eingeht. Das ist absolut sicher etwas,
das jedem Wesen widerfahren wird. Es gibt auch den täglichen Tod, kleine Tode hier und da. Der Tod, etwas zu wollen und es nicht zu bekommen. Der Tod von dem, was wir hofften zu sein oder zu werden. Der Tod von Abschieden. Der Tod im Loslassen von Überzeugungen und zwanghaften Verhaltensweisen. Und es gibt die Tode innerhalb der Spiritualität. Einige sehr wichtige. Zum Beispiel die uralte Lehre, stirb, bevor du stirbst, sodass du völlig leben kannst. Indem wir das sterben lassen, wer wir uns eingebildet haben zu sein. Das ist eine Art von Tod, wirklich das sterben zu lassen, wofür wir uns immer gehalten haben. Und nicht nur, was wir uns zu sein eingebildet haben, sondern was wir uns vorgestellt haben, wie das Leben ist, wie dieses Dasein ist. Wenn wir das wirklich hinterfragen und darüber meditieren, kommen wir dahin zu erkennen, dass die meisten unserer Vorstellungen von unseren inneren Überzeugungen und Vorurteilen gefärbt sind. Und wenn wir das durchschauen, verschwindet diese Vorstellung. Sie stirbt. Und der Mensch, der wir zu sein glaubten, stirbt ebenfalls. Und das ist wirklich ein spiritueller Tod. Es ist also eine Einladung zu sterben, bevor du körperlich stirbst, sodass du wirklich leben kannst. Und dieser Tod unserer Illusionen ist wirklich die Aufgabe, um die es in der Spiritualität geht. Wir müssen das sterben lassen, wer und was wir geglaubt haben zu sein, wie wir uns vorgestellt haben, wie wir selbst und die Welt sind, wie wir uns Gott vorgestellt haben. Das muss sterben, damit wir zu der Erkenntnis kommen, eine Klarheit, was wirklich wahr und ganzheitlich ist. Also begegnen wir dem Tod auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich sehe es auch so, dass die meisten Menschen diesem Tod auf verschiedenen Ebenen keinerlei Aufmerksamkeit geben. Selbst dem Tod am Ende des Lebens. Dass sie diese Einladung nicht sehen, wirklich loszulassen und das sterben zu lassen, was Leiden verursacht. So viele Menschen halten genau an dem fest, was ihnen Leiden verursacht. Und sie halten daran fest, weil sie an vielen Missverständnissen festhalten, weil sie in ihrer Ignoranz wirklich denken, dass das, woran sie festhalten, wirklich ist. Und deshalb halten sie sehr fest. Aber wir halten auch an Illusionen fest, denn wenn wir unsere Illusionen loslassen, wäre das eine Art von Tod. Es ist eine Art von Tod. Wir wissen nicht wirklich, was wir dann sein werden. Wir wissen nicht wirklich, wie das Leben ist, wenn wir unsere Ideen, unsere Illusionen loslassen. Natürlich gibt es da etwas, was erkannt werden kann.
dass es ein wirkliches, wahres Leben gibt, das auf uns alle wartet. Aber es geschieht durch dieses Tor des Todes, zu sterben, bevor du stirbst, sodass wir wirklich leben können. Falls und wenn wir sterben, bevor wir sterben, dann wird unser biologischer Tod, wenn er kommt, ohne Angst geschehen. Weil wir wissen, dass wir nicht auf unsere biologischen Formen begrenzt sind. Wenn wir das wissen, wenn du wirklich zur Quelle deines eigenen Wesens gelangt bist, dann ist es keine Sache von Überzeugung, keine Sache von Einbildung mehr. Und es ist so offensichtlich, oder sogar noch offensichtlicher, als irgendetwas im Leben ist. Und es hat auch einen tiefen Einfluss auf deine Weise zu sein, wenn jemand, den du liebst, der dir nahe ist, diese Welt verlässt. Es ist eine völlig andere innere Erfahrung, wenn jemand diese Form verlässt und du einfach sehr tief weißt, dass es niemals mehr oder weniger Leben gibt. Und du weißt, dass das, was dieser Mensch in seiner Essenz wirklich war, sich in Wirklichkeit nicht verändert hat. Dass das, was sie in ihrer Essenz waren, immer ungeboren war und unsterblich, unveränderlich. Wenn wir das in uns selbst wissen, dann wissen wir das auch voneinander. Und das hat eine tiefe Wirkung. Es hilft dir dabei, dass es viel leichter sein wird, loszulassen. Denn wir erkennen, selbst in unserer natürlichen Trauer, dass das, was wir loslassen, die Form ist. Und wir glauben dann nicht mehr, dass jemand in seiner Essenz gestorben ist, weil es so etwas wie den Tod der Essenz nicht gibt. Nur den Tod der Form, der Erscheinung. Und das macht einen großen Unterschied. Tod ist ein natürlicher, wesentlicher Teil des Lebens. Er ist nicht das Ende des Lebens, wie man es uns beigebracht hat. Das ist die Illusion, die man uns gelehrt hat. Da ist der Anfang des Lebens die Geburt. Und da ist das Ende des Lebens der Tod. Und es ist kein Leben mehr da. Aber wenn du wirklich in dich hineinschaust, in dein Bewusstsein schaust, in die Natur des Daseins schaust, erkennst du, dass es nicht wahr ist. Tod ist ein fester Bestandteil im Prozess des Lebens. Das Leben kommt zustande und ist immer in Auflösung in sich selbst. Es kommt vorübergehend in eine Form und dann geht es wieder. Wir einatmen und ausatmen. Wenn es die Form verlässt, die es erschaffen hatte, ist es nicht weniger Leben. Leben verschwindet nicht. Es geht nicht irgendwo anders hin. Es geht nur in seinen formlosen Aspekt zurück. Es wird immer wieder in eine Form zurückkommen. Es ist wie Einatmen und Ausatmen. Leben und Tod sind also nicht wirklich getrennt. Sie sind noch nicht einmal Gegensätze.
Sie sind wirklich ein Aspekt. Es gibt kein Leben ohne Tod. Und es gibt keinen Tod ohne Leben. Und was jenseits von Leben und Tod ist, jenseits dieser Welt von Erscheinungen, ist natürlich Bewusstsein. Leben, Tod, genau dieser Moment ist etwas, das innerhalb von Bewusstsein geschieht. Alles in dieser Existenz geschieht innerhalb dieses Bewusstseins. Und Bewusstsein geschieht innerhalb der ursprünglichen Lehre. Und das muss man erfahren. Selbst wenn es jenseits aller Erfahrung ist, es gibt keinen direkten Weg, es zu beschreiben. Du kannst diese ursprüngliche Lehre nur sein, indem du es bist. Es ist ein absolutes Mysterium, ein undefinierbares, unerklärliches Mysterium. Und der Tod ist ein wunderbarer Lehrer für uns, ein heftiger Lehrer, manchmal ein sehr stürmischer Lehrer, denn er zwingt uns wirklich auf unser Dasein, auf unser Leben zu schauen, auf das, worum es im Leben geht. In diesem Sinne kann der Tod ein heftiger Lehrer sein. Er ist ein Weg, auf dem das Leben sagt: Schau wirklich hin, wach auf, nutze diesen Moment, um dich selbst wirklich anzuschauen. Schau auf die Essenz dieses Daseins. Es ist eine sehr tiefe und aufrüttelnde Lehre und gleichzeitig ein integraler Aspekt dieser Existenz. Wenn wir aufhören, vor ihm zurückzuweichen, und das wirklich annehmen, was er uns zu zeigen versucht, unsere Unsterblichkeit, das ist es, was er uns zu zeigen versucht, unsere eigene unsterbliche Natur, unsere ungeborene, unsterbliche, unerschaffene Natur. Das ist es, was der Tod uns zeigen soll. Aber so oft schrecken wir vor unserer größten Gelegenheit zurück, um zur Essenz dessen zu erwachen, was wir wirklich sind. Indem wir ihn mit offenen Armen aufnehmen und uns öffnen für das Mysterium, öffnet das für uns auf vielerlei Weise das Eingangstor zur Wirklichkeit. Und wir können völlig leben, ohne Angst zu leben und ohne Angst, unserem körperlichen Tod zu begegnen, wenn er kommt.